Liebe Zuschauer, wir sind heute zu Gast in der Albertstadt, melden uns von der Feuer- und Rettungswache Albertstadt. An meiner Seite steht Herr Robra von der Stesat. Herr Robra, worüber unterhalten wir uns gleich? Wir gucken uns gleich die Feuerwache Albertstadt an. In der Feuerwache Albertstadt, die ja letztes Jahr pünktlich fertiggestellt wurde, wird in diesem Jahr ein Ausbildungszentrum erweitert um 2 Gebäude. Das Ganze ist 2018 dann beendet, kostet summa summarum 3,25 Millionen Euro. Ja, liebe Zuschauer, mehr dazu erfahren Sie dann gleich bei uns. Bleiben Sie also dran. Damit begrüße ich Sie zurück. Schön, dass Sie dran geblieben sind. Ich befinde mich immer noch auf dem Gelände der Feuer- und Rettungswache Albertstadt. Hier entsteht bis Ende 2018 ein Übungshaus für die Feuerwehr. Und zum Thema spreche ich jetzt mit Ulf Robra, dem Projektleiter des gesamten Bauvorhabens. Herr Robra, was ist denn hier auf diesem Gelände grob geplant? Also es sind 2 Gebäude geplant hier auf diesem Gelände. Es ist einmal eine Übungshalle, das sogenannte Teilobjekt 4, und ein Brandübungshaus. Die Übungshalle ist für die Anleiterübungen der Feuerwehr. Man kann unter allen Wetterbedingungen, das heißt unter Dach, im Winter wie im Sommer Gebäude anleitern und Personenrettung betreiben oder auch Freiflächenübungen machen, wie zum Beispiel Straßenverkehrsrettungsaktionen. Das kann im Teilobjekt 4 gemacht werden. Das Brandübungshaus ist dafür da, wie der Name schon sagt, dass Heißausbildung durchgeführt werden können. Wir sehen die Arbeiten im Hintergrund. Können Sie groben Überblick geben, wo befinden Sie sich jetzt, in welchem Bearbeitungsstand und wie geht es grob in den nächsten Wochen weiter? Ja, natürlich. Im Moment wachsen wir gerade aus der Erde heraus. Die Fundamente sind gesetzt. Heute wird das letzte Streifenfundament für die Übungshalle gesetzt. An dem Brandübungshaus sind wir noch nicht ganz so weit. Das hängt einfach mit diesen Boden, mit dem schwierigen Boden zusammen, den wir hier auf dem Gelände haben, der ehemaligen Arbeiterkaserne. Ja, wie man hier sieht, knüpfen Sie an Bestandsgebäude an. Können Sie dazu 2, 3 Worte verlieren? Was hat es mit diesen Gebäuden auf sich? Der aufmerksame Zuschauer vom Dresden-Fernsehen, der wird vielleicht noch sich an das letzte Jahr erinnern können. Wir hatten im letzten Jahr die Feuerwache Albertstadt pünktlich im April fertiggestellt und die ist dann in Betrieb gegangen von der Feuerwache. Hier auf dem Gelände der Albertstadt ist die ehemalige Feuerwache Luisenstraße eingezogen aus der Neustadt. Wir haben vorne Gebäude für die Ausbildung, für die Fahrzeughallen natürlich, es sind Sporträume untergebracht. Und eben auch noch der Altbau TO3, den wir hier im Hintergrund sehen, der für die Taktikausbildung, Verrauchung, solche Sachen zuständig ist. Sie finden hier, wie man auch im Hintergrund sieht, Altbestände noch auf dem Gelände? Ja, ja, also da steckt einiges in der Erde drin. Wir können uns nie darauf verlassen, was die Garnison uns hinterlassen hat. Es sind Gebäude von 1887, also Gebäudereste, die noch drin stecken. Der Boden ist teilweise verseucht, muss aufwendig entsorgt werden. Wir haben Fundamentreste drin, mit denen wir nie gerechnet haben. Welche Besonderheit bringt denn so ein Übungshaus mit sich? Ich meine, da müssen ja sicherlich besondere Anforderungen auch erfüllt werden. Ja, so ein Übungshaus, das ist eine spannende Sache. Also das baut man wirklich nur einmal im Leben, glaube ich. Die Wände müssen besonders ausgebildet werden. Wir haben massive Stahlbetonwände, denn Sie können sich vorstellen, bei den Übungen ist man nicht zimperlich. Man muss wirklich in das Gebäude einrücken können, retten können, zumindest in der Simulation. Die Wände sind für 800 Grad Celsius ausgelegt, weil in dem Brandübungshaus natürlich offene Feuerstellen existieren. Interessant sind auch die Wasserabläufe, die installiert werden müssen, denn die Feuerwehr übt natürlich mit Wasser, um löschen zu können. Und wir haben Bodeneinläufe, die ein Fassungsvermögen von 300 Litern in der Minute fassen. Das ist ungefähr so groß wie Omas große alte Badewanne in einer Minute. Dass die Feuerwehr Dresden ein Brandübungshaus erhält, das ist ungewöhnlich für Feuerwehren in Deutschland. Gibt es denn weitere Bauprojekte, die jetzt seitens der Stadt für die Feuerwehr noch vorgesehen sind? Ja, tatsächlich, Sie haben recht, Herr Wosch. Wir erfüllen aber mit diesem Brandübungshaus den Brandeinsatzplan der Feuerwehr, der 2009 und 2014 aufgestellt wurde. Das ist Wille, um dem steigenden Bevölkerungswachstum der Stadt Dresden auch wirklich den Schutz zu bringen, den er braucht.
Leider ist es jetzt das letzte große Objekt der Feuerwache des Brand- und Katastrophenschutzamtes, was wir als Stesert zusammen mit dem BKSA bauen. Wir haben tatsächlich schon viele Gebäude zusammengebaut. Also ich sage Gerätehaus Kossebaude in Klotzsche, in Lockwitz, in Striesen. Das war eine lange und fruchtbare Zusammenarbeit. Dem Dresdner wird von der Waldschlösschenbrücke noch die Hufeisennase, sagen wir mal mit ambivalenter Erinnerung, geblieben sein. Tatsächlich mussten Sie sich schon beim Bau der Rettungswache drüben Gedanken machen um die Hufeisennase. Inwiefern wurde das berücksichtigt? Inwiefern muss das jetzt wieder berücksichtigt werden? In dem ersten Bauabschnitt haben wir uns grandios um die Hufeisennasen gekümmert. Wir haben Wärmekammern für die Fledermäuse angelegt. Es sind Nisthilfen geschaffen worden, aber auch für Mauersegler, also für andere Bewohner. In diesem Bauabschnitt ist das nicht so prekär, denn das Bandübungshaus ist naturgemäß natürlich nicht für Fledermäuse geeignet. Also insofern müssen die Fledermäuse dort keinen Unterschlupf finden. Bis November 2018 soll das Gebäude fertiggestellt werden. Schaffen Sie das? Was kann dazwischen schießen? Ja, was soll ich da sagen? Natürlich schaffen wir das. Bis November 2018 sind wir mit dem ganzen Komplex fertig. Dazu gehört ja auch die Außenfläche, die hier noch gestaltet werden muss. Übungsflächen werden angelegt. Das ist kein Problem. Herr Obra, vielen Dank für diese Information. Und liebe Zuschauer, damit verabschiede ich mich für heute aus der Albertstadt.